Und da wären wir auch schon wieder. In der letzten Folge haben wir uns hier oben gekümmert um ein paar Stockpiles. Wir haben die Essens- und Flüssigkeitsproduktion wieder angeschmissen und die Felder hier oben zu Ende eingestellt. Das heißt, wenn alles gut läuft, dürften wir uns jetzt direkt nicht mehr Sorgen machen müssen um das Essen und Trinken. Wobei das Essen ein wenig problematischer ist. Oh, ich habe da gerade unten eine Nachricht gesehen, dass wir wieder nichts mehr zum Brauen haben. Also die 8 Plump-Helmets werden jetzt alle sein. Drücken wir ganz kurz mal auf A. A ist die Übersicht für alle Alarme in Anführungszeichen. Also was so alles schiefgelaufen ist oder was nicht so gelaufen ist, wie es sollte. Da sieht man halt, wer umgebracht wird, wer geschlachtet wird, was für Steinsorten man gefunden hat und so weiter. Und da sehen wir jetzt hier in der letzten Nachricht, Liberty Denied hat aufgehört zu brauen. Er braucht leere Nahrungs-Storage-Gegenstände. Also er braucht Fässer. Das hätten sie auch ein bisschen einfacher schreiben können. Aber keine Fässer ist kein Problem. Da scrollen wir einfach runter bis zu unseren Carpentern und geben denen den Auftrag AV, 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 ganz viele Barrels zu produzieren. Also ganz viele wären jetzt hier 2, 4, 6, 8, 10. Aber 10 sollen ja auch erstmal reichen. Jetzt bin ich aber neugierig, wie viel Trinken unser Brauer denn gemacht hat bisher. Ist immer noch 106. Na gut, dafür wurde der ganze Fisch schon weiter produziert zu essen. Ach nee, da war Trinken. Und Trinken hat er fast gar nichts gemacht. Aber na gut, wir haben ja auch nicht wirklich weit das Spiel laufen lassen. So, das heißt, das Spiel läuft jetzt weiter. Unser Steinmetz ist fleißig am Throne und Tische basteln. Das ist gut. Die können wir auch hier oben schon mal aufstellen. Also ich drücke mal B und T für Tisch. Und setze dann hier richtig schön mittig von den Treppen aus den Tisch hin. Das ist nämlich ein wichtiger Tisch. Jetzt drücke ich auch nochmal X, um eine Übersicht von allen Tischen zu bekommen. Und hier seht ihr schon, dass das verschiedene Tische sind. Also die sind zwar alle drei aus Jet, aber die haben andere Symbole davor. Die hatte ich ja schon mal erwähnt. Also wenn da nichts drumherum ist, ist es ein stinknormaler Tisch. Wenn da die hier drumherum sind, ist es schon ein besserer Tisch. Ich kann ja nochmal mit V drauf gehen. Dann sieht man hier. Nochmal mit V, mit Description. Hier steht man, this is a well-crafted jet table. Also ein gut gemachter Tisch. Escape, escape. Jetzt gehe ich mal mit Plus auf den da. Drück V für View Item. Drück nochmal V für Description. Hier steht dann, this is a superior quality jet table. Also der hat wesentlich bessere Qualität. Ist auch schon fast das höchste, glaube ich. Also es gibt nachher noch Master Quality Items. Aber wir nehmen jetzt einfach mal den, weil er eine höhere Qualität hat. Und bauen dann gleich daneben noch einen Tisch und noch einen Tisch. Das werden dann die beiden mit der etwas besseren Qualität sein. Und C für Stühle. Kommt deiner hin. Drücke ich auch nochmal X. Und der beste Stuhl kommt vor dem besten Tisch. Und die anderen sind mir eigentlich egal. So, da auch noch hin, da auch noch hin. Da stehen da zwar erstmal Stühle und keine Tische, aber die kommen schon früh genug nach. So, Escape und Spiel weiterlaufen lassen. Und sobald die Tische da oben sind, primär sobald der Tisch da ist, definiere ich dann diesen ganzen Raum hier als Dining Hall. Damit die Zwerge auch mal einen ordentlichen Platz haben, um zu verschnaufen. Oh, wie ihr sehen könnt, der Zwerg ist gerade hier hingelaufen, hat sich auf den Stuhl gesetzt und hat dann eine Hammelkeule oder was verschluckt. Auch nicht schlecht. Hat sich ja fast gar nicht gelohnt, so kurz wie er da war, aber na gut. Und er isst da auch irgendwas. Aber wie ihr sehen könnt, das Essen geht ziemlich schnell. Das heißt, man braucht eigentlich gar nicht so viele Tische. Was die Zwerge aber mögen, ist, wenn sie irgendetwas besitzen. Das heißt, wir könnten jetzt jeden Stuhl und jeden Tisch einem Zwergen zuordnen. Das hat auch seine Vorteile, denn wenn wir hier alle Zwerge essen lassen, dann haben alle Zwerge mit allen Zwergen Kontakt. Und die sind durchgehend am Reden und Schnattern und Sticheln und Rumscherzen und was weiß ich. Das macht positive Gedanken, aber dadurch werden alle Zwerge Freunde. Und wenn dann jemand stirbt, werden alle Freunde traurig. Was ja nicht unbedingt gut ist. Deswegen ist eine Taktik, dass die Zwerge eigentlich keinen Kontakt zueinander haben, was recht asozial ist, aber es ist extrem praktisch. Das heißt, wir würden dann ganz viele Räume machen, wo dann die Zwerge drin schlafen, drin essen, drin trinken und keinen Kontakt zu anderen Zwergen haben.
Also keine Dining Hall, wie ich jetzt mache, sondern jeder hat sein eigenes kleines Kämmerlein. Aber das will ich nicht haben. Jedenfalls in diesem Fort nicht. Das ist ja eh nur unser erstes, das passt schon. Also, wir gehen jetzt auf den gut gemachten Tisch, drücken R, drücken ganz auf Plus und machen die ganze Etage hier zu unserer Dining Hall. Wichtig ist mir auch, dass die Wände mit drin sind, also dass die Wände auch blinken, denn man kann Wände veredeln. Also erstmal kann man sie glatt schmirgeln, damit sie besser aussehen, und dann kann man in die glatt geschmirgelten Wände noch Gravuren machen. Man kann sich zwar nicht aussuchen, was darauf kommt, aber das ist zufällig generiert und es kommen recht nette Sachen bei raus. Also je nachdem, wie hoch der Skill von dem Graveur ist, wird dann Geschichte des Forts in die Wand gemeißelt und man kann sie sich angucken. Das finde ich extrem cool. So, wir drücken jetzt Enter und drücken H für Meeting Hall. Dann springt das Ender auf dem Y um und das war's schon. Escape, Leertaste. So, ab jetzt ist diese ganze Etage als Dining Hall deklariert. Das heißt, auch die Tiere und alle Zwerge, die nichts zu tun haben, kommen auf diese Etage und lümmeln hier rum. Also nicht unbedingt immer nur bei den Tischen und Stühlen, sondern einfach in dem ganzen Raum. Der ganze Raum ist jetzt als Social Area deklariert. So. Ah, wir haben 6 Eidler, das mag ich gar nicht. Die Küche ist in Betrieb. Die Brauerei können wir versuchen nochmal anzuschmeißen. Vielleicht sind inzwischen ja genug Fässer da. Und wir haben es inzwischen schon Herbst, steht hier unten. Ich habe den Sommer gar nicht mitbekommen. Ich dachte, wir hätten immer noch Frühling. Aber ja, so fliegt die Zeit. Wie schaut es hier unten eigentlich aus? Sind die Fässer alle fertig gebaut? Nee. Oh, nee. Wir haben ja nur einen Holzhacker und einen Carpenter in einer Person. Das heißt, wir sollten mal die ganzen Holzhackjobs draußen auflösen, damit er hier reinkommt und ein bisschen was baut. Also Escape. DX für Remove Designation und das ziehen wir jetzt hier einmal rüber, dass er hier nichts mehr abbaut. So. Dann soll er drin schön die Fässer bauen. Oh, und wo wir gerade hier beim Eingang sind, ich gehe mal wieder eine Etage hoch. Ne, die beiden Bäume sind immer noch deklariert. Schade, ich hatte irgendwie gehofft, dass die inzwischen weg sind. Was haben wir denn da? So, das sah ganz aus, wenn hier noch so ein Stückchen vorhängt, aber das tut's gar nicht. Nee, gut. Das Fitzelchen kann auch noch weg und da ist auch ein Baum im Weg. Krrr. So. Was mir gerade einfällt, da Herbst ist, heißt es wahrscheinlich bald die ersten Karawanen kommen. Deswegen drücke ich mal kurz D und X und schneide hier ein bisschen was von den Stockpeilen raus. Ich muss P und X drücken. Schneid hier ein bisschen was von den Stockpiles raus, damit ich hier genau in der Mitte Platz habe für unser Depot. Das heißt, wir drücken jetzt B und Shift D für Trade Depot. Und das kommt dann hier hin. Das ist auch ziemlich groß. Braucht auch mehr Bestandteile als ein normaler Workshop. Das sieht man hier. Es braucht nämlich 3 Gegenstände. Das heißt, wir nehmen... Das kann durchaus ein teuren Holz sein. Aus Mahagoni. 1, 2, 3. So, um das zu bauen, braucht man einen Zwerg mit dem Skill Architektur. Da haben wir, glaube ich, momentan keinen von. Heißt, wir schnappen uns einfach mal den Steinmetz hier mit V, Seetangtung, und drücken auf Preferences, auf L für Labor und gucken mal, wo Architektur sich versteckt hat. Unter andere Aufgaben vielleicht? Ja, unter andere Aufgaben sehen wir hier Architektur. Da klicke ich mal drauf, das ist jetzt aktiv. Und ich hoffe einfach mal, dass Seetangtung gleich sich da dran macht und das Ding baut, bevor die erste Karawane kommt. Der Koch hat gerade gemeckert, wir haben kein Fleisch mehr, das wir verkochen könnten. Und da arbeitet er ja schon, sehr schön. Das einzige Problem ist, wir haben momentan noch nicht wirklich etwas, was wir vertauschen könnten. Außer vielleicht die Edelsteine hier. Was ist das überhaupt? Wir haben Saat und Opale. Opale kenne ich, Saat kenne ich nicht. Aber sei es drum, die könnten wir auf jeden Fall schon mal vertauschen, auch wenn die nicht sehr viel wert sein werden.
Denn je häufiger die Edelsteine sind, desto weniger wert sind sie meistens auch. Und da wir so viele schon so schnell gefunden haben, werden die recht häufig sein. Oh, und das Küken ist eine Henne geworden. Ja, eine Schlagzeile in der Zwergengesellschaft. Ich drück mal ganz kurz auf Z und auf Animals. Da, da ist unser Hühnchen. Und das können wir auch nicht schlachten. Also ich habe gerade mal versucht, B zu drücken. Das geht nicht. Weil es halt schon ein Haustier ist. Aber ja, da es jetzt schon ein Huhn geworden ist, denke ich mal, das Viech wird eh nicht allzu lange leben. Und wie ihr sehen könnt, hat es auch kein Kükensymbol mehr, sondern ist jetzt so ein richtiges weißes Huhn. Und ja, an Altersschwäche können Tiere und Zwerge auch sterben, wobei es bei den Zwergen wirklich sehr, sehr lange dauert. Ist mir aber schon ein, zwei Mal passiert. So, Gerugon ist fleißig am Schreiben und trinkt sogar an seinem Arbeitsplatz. Na gut, soll ihm gestattet sein. Kann er wenigstens nebenbei weiter seine Buchführung machen. Und das Depot ist fertig. Sehr schön. Jetzt brauchen wir echt nur noch Sachen zum Tauschen. Ich bin versucht, noch eine Etage herunter zu buddeln, um den Craftsman anzustellen. Also wir haben hier Workshops einmal für Holzverarbeitung, einmal für Steinverarbeitung. Aber es gibt noch diese Künste. Also man Sachen herstellt, die man eigentlich nicht wirklich braucht, einfach nur um was zum Tauschen zu haben. Die könnten wir aber auch hier mit reintun. Ich glaube, das mache ich einfach mal. Ich drücke D und X. Und dann tun wir die mal hier hin. Ne, wir müssen P und X drücken, weil das ja ein Stockpile hier ist. Und jetzt schneiden wir uns hier mal ein bisschen Platz rein. Und da ein bisschen Platz rein. Und da ein bisschen Platz rein. So. Der nächste Punkt wäre, gucken, ob die Aufträge hier noch laufen. Nein, die Aufträge laufen nicht. Das Problem nämlich, wenn wir jetzt diese Kunstworkshops hier aufstellen, dann brauchen wir auch Steine zur Verarbeitung. Und ich will da nicht die Steine benutzen, die wir auch für die Tische und Stühle benutzen, denn davon haben wir nicht besonders viele, sondern ich will diesen Chert hier benutzen. Das heißt, ich drücke mal Q und S auf dem Stockpile für die Steine, gehe auf andere Steine und suche hier jetzt mal unser Chert raus. So. Das heißt, die Zwerge deponieren jetzt den ganzen Chert, den wir vorher wegsortiert hatten, wieder hier in den Stockpile. Aber wir hatten den Chert vorher als Müll deklariert, das müssen wir erstmal wieder ändern. Also wir drücken D für Designate, wir drücken B für was auch immer. Und dann drücken wir Shift-D für Remove Dump. Man erkennt, dass es gedumpt wurde daran, ups, D, B, dass das hier noch so grün hinterlegt ist. Und wenn man mit der Maus rüber geht, mit K, dann steht da auch ein D hinter. Aber jetzt drücken wir halt Shift-D für Remove Dump und ziehen das da drüber. So, jetzt dürften die Zwerge ankommen und müssten es verteilen. Ha. Oh, mein Fehler. Nochmal D, B. Es ist nicht Remove Dump, sondern es ist Reclaim. Remove Dump wäre, ich drücke jetzt mal kurz D für Dump. Und wir dumpen jetzt diesen Holzbalken da. Wenn ich jetzt Shift D drücken würde und Remove Dump und rüberziehen, dann ist das Rosane wieder weg. Das heißt, der Dump-Befehl wird aufgehoben. Die Gegenstände sollen ja aber gar nicht mehr gedumpt werden. Die wurden ja schon gedumpt. Das heißt, wir müssen sie reclaimen, also wieder in Anspruch nehmen. Das heißt, wir drücken jetzt hier hin und ziehen rüber und das Grüne ist weg. Jetzt müssten die Zwerge kommen. Und die kommen auch. Sehr schön. Während die ganzen Zwerge die Steine jetzt wieder hierher schleppen, können wir schon mal die Workshops bauen. Das wäre B, W und scrollen runter auf Crafts Dwarfs Workshop. Da. Da bauen wir da einen hin. Und da einen hin. Und da einen hin. So. Damit wir den ganzen Stein, der hier gerade hintransportiert wird, auch benutzen können, müssen wir ihn erstmal wieder erlauben. Denn wir hatten ja vorher verboten, dass mit diesem Material gebaut wird, weil es halt orange ist. Also drücke ich Z, scroll rüber zu Steine, drücke Tab und wähle hier Chert wieder aus. So, das muss ich aber unbedingt im Hinterkopf behalten. Ich sollte jetzt in dieser Zeit, wo ich diese Kinkerlitzchen bastel, sollte ich keine Stühle und keine Tische bauen, sonst werden die halt auch orange. So, nächster Schritt für unser Scheme, um reich zu werden. Wir sollten auch erstmal einem Zwerg die Aufgabe geben,
dass er die Steine zu Kinkern jetzt hin verarbeiten soll. Also suchen wir unseren Seetangtung. Wo treibst du dich rum? See nirgends. Na gut, dann drücken wir halt U für unsere Zwergenübersicht, gehen auf Seetangtung, gehen auf Zoom Creature mit C. Da ist er. Und jetzt gehen wir auf Stoneworking. Nee, das ist nicht. Auf Crafts und geben ihm... Stonecrafting hat er schon, sehr schön. Stonecrafting ist halt der Job, aus Steinen diese Crafts zu machen. Heißt Escape, Escape. Und wir können ihn hier einfach gleich den Job geben. Muss noch gebaut werden. Und da ist schon eins von diesem Craft Dwarfs Workshop fertig. Jetzt drücken wir hier A. Drücken gleich Enter auf Rock oder G. Und jetzt machen wir aus dem Stein Crafts. Also das sind dann kleine Statuen und andere Figuren, die dann einfach so weitervertauscht werden können. Wir könnten auch Becher machen oder Instrumente oder andere Gegenstände. Die haben alle keine wirkliche Funktion. Also jedenfalls die Instrumente, die Becher, die Crafts und die Spielzeuge. Die Sachen hier haben schon eine Funktion, aber darauf will ich jetzt erstmal nicht eingehen. So, also wir machen einfach Crafts. Das sind auch Ringe und Amulette und dergleichen. Und ja, die sind aus Stein. Das sind halt Zwerge. So, dann drücken wir auch gleich R für Repeat, dass davon unendlich viele produziert werden, solange halt Steine da sind. Und wir haben eine Menge Steine. So, und jetzt hoffe ich einfach mal, dass das hier mit dem Transport und dem Aufbau von den Craft Dwarfs Workshop alles einigermaßen flott geht, damit Seetangtung anfangen kann zu arbeiten, bevor die Karawane hier auftaucht. Und unser Förster ist auch schön fleißig am Fässer bauen. Das ist der Kredas. So lobe ich mir das. Denn wir brauchen jede Menge Fässer für den Alkohol. So, und ich habe hier unten zwischendurch eine Nachricht gesehen. Einer unserer Hunde hat ein Kind bekommen. Ein Puppy. Also ein kleines Hündchen. Das will ich jetzt auch mal suchen. Wird wahrscheinlich oben sein. Ja, hier sieht man jetzt die ganzen normalen Hunde. Und da ist ein Welpe. Das ist sehr praktisch, denn ab und an verliert man doch Hunde. Also erstmal, weil man Hunger bekommt und sie schlachtet. Sie sind ja auch eine Nahrungsmittelquelle. Oder weil die Hunde hier vorne, die wir zum Scouten benutzen, einfach von den Goblins umgebracht werden. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass man... Oh, schon wieder. Wow, jetzt geht's aber los. Noch gleich zwei Hunde. Also ja, es ist sehr wichtig, dass man mehrere weibliche Hunde hat, damit man schön nachproduzieren kann, in Anführungszeichen, auch wenn das ein wenig gemein klingt. Aber Hunde sind halt auch eine Ressource. Genau wie Zwerge ja eigentlich auch. So, und wir sehen hier diese Dinger. Das sind die ersten Crafts, die Seetangtung hergestellt hat. Ich gehe mal mit K drüber. Da hätten wir einen Shared Ring, der auch schon eine bessere Qualität hat. Wir haben eine Shared-Figurin, also eine Figur von Gerugon. Das ist random, was da produziert wird. Aber ich finde es ganz cool, dass er zuallererst eine Statue von mir gemacht hat. Und noch ein Bracelet, also ein Armband, das aber keine ordentliche Qualität hat. Das ist doch schick. So, die werden jetzt alle einzeln hier abgelegt. Und wie ihr sehen könnt, die Dinger werden sehr schnell produziert. Wir haben jetzt hier noch eine, ich glaube, das ist eine Krone. Ja, eine Shared-Krone, noch eine Shared-Krone, ein Shared-Zepter und das geht richtig flott und würde ganz schnell hier in den Stockpile vollmüllen. Dafür haben wir diese Bins. Die hatten wir früher mal produziert. Ein Candle-Nut-Bin, also das ist so eine Art Korb oder Kiste. Da werden die dann alle reinsortiert, wenn wir denn genug haben. Ich hoffe mal einfach, dass sie damit von vornherein anfangen. Gucke ich mal ganz kurz. Nee, werden sie nicht tun, denn in unserem Stockpile kann man hier einstellen, wie viele Fässer benutzt werden sollen und wie viele Bins. Da das auf 0 steht, wird nichts, was hier drin ist, in Bins einsortiert. Das wollen wir jetzt mal ändern. Wir drücken jetzt klein V, klein V, klein V, klein V, klein V und stellen damit einen auf 5. Das heißt, in diesem Stockpile werden 5 Bins dazu benutzt werden, um die Sachen einzulagern, damit weniger Platz verbraucht wird. Wir haben zwar nur 2, aber das lässt sich ja ändern. So, jetzt müssten eigentlich gleich Zwerge ankommen und den ganzen Kleinkram einsortieren in den Bin. Seht ihr? Die sind alle weg und sind jetzt alle hier drin. Es ist wesentlich Platz... Wo läuft der Zwerg mit dem Bin hin? Ah, da. Okay.
Aber ja, das ist dann wesentlich platzsparender und wenn die Karawane kommt, müssen wir nur diesen Bin hier hinschleppen und nicht jeden Gegenstand einzeln. Das würde sonst viel zu lange dauern. So, aber ich sehe schon, die Bins sind jetzt alle in Benutzung. Da sollten wir mal ein paar nachproduzieren. Also A und N ist wohl ein Bin. A-N. So. Und Setang Tung ist fleißig hier unten am Arbeiten. Und wir haben noch eine Menge Steine, die weggebaut werden können. Aber während hier alles so glatt läuft und noch mehr Hündchen produziert werden, baue ich mal hier unten die nächste Etage ab. Denn ich will mehr Steine haben. Vor allem auch Steine, mit denen wir richtige Sachen bauen können und nicht nur diese Kinkerlitzchen. Also designiere ich hier eine Treppe nach oben und unten mit I. Und hier mit D, D, den Bereich. Dann haben unsere Miner was zu tun. Ich hoffe einfach mal, dass das Steine sind, die einigermaßen nette Farbe haben, aber das sieht nicht gut aus. Jetzt haben wir rote Steine. Okay. Ich will doch nur ganz normale schwarze oder graue oder weiße Steine haben. Aber na gut, das können die jetzt in Ruhe hier zu Ende machen. Und ich bin schon wieder weit über der Zeit, also gibt es eine kleine Pause und wir sehen uns gleich wieder.